Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Perudo und ich habe für unser Retrobeet ein ganz besonderes Schätzchen herausgekramt. Ein Software 2000 Produkt, das ist ein offizielles, lizenziertes Spiel. Und zunächst genießen wir mal das Intro und die wunderschöne Musik. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es, glaube ich, keine Soundeffekte, was ich irgendwie seltsam finde. Und da seht ihr schon, das ist das Spiel Der Schatz im Silbersee. Ist es ein Adventure aus dem Hause Software 2000, produziert natürlich von den Drittanbietern. Hallo, ich bin Karl May. Nun bin ich zwar schon über 80 Jahre tot, aber noch immer werden meine Abenteuererzählungen überall auf der Welt gelesen. Sieht wirklich so Karl May aus? Zu meinen Lebzeiten bereiste Old Shatterhand den wilden Westen von Nordamerika und Karabin nehmen sie den Orient. Die zahlreichen Abenteuer, die sie dort erlebten und die berühmten und bewundernwertesten Menschen, die sie auf diesen Reisen trafen, sind in meinen Erzählungen verewigt. Eines dieser zahlreichen Abenteuer ist Der Schatz im Silbersee. Und mein lieber Karl May, als Kind fand ich den Schatz im Silbersee auch immer am schönsten. Ich weiß nicht warum, ob es am Schatz lag oder insgesamt an der Situation. Ich mochte diese Geschichte sehr gerne. Old Firehand, Tante Droll, Winnetou und viele andere Bekannte machen sich in dieser Erzählung auf dem Weg quer durch Nordamerika zum sagenumwobenen Silbersee, der irgendwo hoch oben in den Rocky Mountains einsam und versteckt liegen soll. Doch es wird nicht nur eine Reise zum Silbersee, die unsere Freunde unternehmen werden. Es wird vielmehr eine spannende und gefährliche Verfolgungsjagd, die sich von Arkansas aus quer durch die Prärie und schließlich in die Rocky Mountains führen wird. Ich glaube, aber was erzähle ich, erleben Sie selbst das Abenteuer. Viel Glück, Old Firehand. Ich glaube, die Bösewichter sind die Tramps. So, gucken wir so ein bisschen das Intro an. Da kommt das Schiff. Ich glaube, wir spielen Old Firehand, sofern ich das richtig jetzt noch in Erinnerung habe. Es ist zwar ein Adventure, aber ich muss sagen, es hat natürlich nicht die Produktionsqualität eines LucasArts Adventures oder, sag ich mal, eines Sierra Adventures. Es ist schon sehr linear. Aber es ist eine nette Geschichte. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Ich habe es auch jetzt schon fast 20, 25 Jahre nicht mehr gespielt. Ich frage mich ein bisschen, ob das auch bei mir ein bisschen nostalgische Verklärung ist. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt nochmal spiele, wird es wahrscheinlich richtig schlecht sein, weil ich halt einfach sehr viele Adventures in meinem Leben gespielt habe und da ist die Qualität schon anders gewesen. Oh, Mr. Firehand, es ist mir eine Ehre, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Ach, schon wieder so ein Schleimscheißer hier. Freut mich, Kapitän, dass Sie meiner Person so viel Bedeutung beimessen. Naja, man trifft ja nicht alle Tage einen so berühmten Westmann wie Sie, Mr. Firehand. Ihr Ruf eilt Ihnen weit voraus. Ihre Anwesenheit wird sich sicher schnell an Bord herumsprechen. Hoffen wir, dass Ihr Name auch das Gesindel beeindruckt. Gesindel? Ist das ein Problem für Sie? Ho, da fragen Sie noch. Haben Sie denn noch nicht gesehen, diese drei Tramps, die auf meinem Schiff herumlungern und die Passagiere in Furcht versetzen? Ah, hatte ich doch noch richtig in Erinnerung, die Tramps sind's. Nein, nein, ach, den dreien bin ich noch nicht begegnet. Ich bin auch gerade erst an Bord gekommen. Das war die Unterhaltung? Was ist das denn da? Würde mich interessieren, was hier in der Kiste ist. Vielleicht gibt es etwas für mich zu holen. Oh! Oh, was ist denn da los? Oh, krass. Eine kleine Miezekatze.
Nein, ein Panther natürlich. Und dieses arme Mädchen da. Ach, du lieber Gott. Oh, wir können agieren. Ja, das ist unsere Mauszeiger. Hier ist ein hübsches Mädchen. Hier ist der Panther, der ist gleich das hübsche Mädchen. Aber das wollen wir ja zu verhindern wissen. Mit Rechtsklick können wir unser Menü aufmachen. Ja, sprechen, gucken, anfassen, bekrabbeln. Ja, das ist hier gehen. Das ist unser Inventar. Das ist etwas rausnehmen aus Inventar. Und das ist, weiß ich gar nicht, was das ist. Option. Ja. Okay. Und das ist speichern. Und das ist hier das kleine Menü schließen. So, der Panther bedroht das Mädchen. Wir müssen diese Planke nehmen. Die schnappen wir uns mal. Und dann müssen wir den Panther damit verkloppen. So, das nehmen wir hier. Wenn ich das Holz auf den Panther werfe, zerreißt er mich noch bevor ich eine Deckung gefunden habe. Okay, das heißt, wir müssen uns verstecken, wahrscheinlich hinter der Kiste hier. Also ist nett gezeichnet, ein bisschen animiert hier. Also es ist, ja, macht schon Spaß. Aber wie gesagt, produktionstechnisch ist es nicht so schön. Hier wäre eine gute Deckung, aber leider kann ich den Panther von hier aus nicht erreichen. Junge, ja, vielleicht auf die Kiste geht auch nicht, ne? Kannst jetzt erreichen, warte mal. Okay. Ist aber keine Deckung mehr, oder? Okay, wir müssen es. So. Okay, er kann also anscheinend das Holz nicht schmeißen. Vielleicht geht's jetzt. Aha, nee. Hä? Okay. Ja, das ist so ein bisschen Sache. Es hat wirklich ein paar Eigenarten, die mir nicht so gefallen hier, dass man wirklich anscheinend hier pixelgenaues Hunting betreiben muss. Ah. Oh, oh, oh. Das war ja knapp. Oh, da kommt Tante Droll. Hallo, Tante Droll. Achtung, der Panther kommt. Und er wartet, bis das Weiße im Auge zu sehen ist. Oh, da waren Soundeffekte. Sehr schön. Da, 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 da. Ah, hi! Ist es erlaubt, an Bord zu kommen, Mr. Firehand? Haha, die Tante Droll sei mir gegrüßt. Ach, sie siezen sich. Ich glaube, in der Geschichte duzen sie sich aber, oder? Hm. Ja, ja, an Bord ist wohl noch ein Plätzchen frei. Achso, ja. Was für ein Zufall, Sie hier zu treffen, Mr. Firehand. Darf ich fragen, was euch an diesen klapprigen Kahn führt? Oh Gott. Der Kahn bringt mich über die erste Etappe meiner Reise. Ich muss in die Berge. Das weiß ich gar nicht, was muss ich denn machen? Ich will rauf zum Silbersee, die Silberminen sind dort, interessieren mich. Oh. Aha, in die Berge, darf ich fragen, was sie dort oben suchen, wenn nicht Indianer? Am Silbersee soll es ein paar Silberminen geben, für die interessiere ich mich. Okay. Klingt ja interessant, aber erzählen Sie besser nicht zu laut darüber. Nicht nur die Wände haben Ohren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es hätte auch mal ein Hörspiel, da hat er auch so ein bisschen komisch geklungen, aber gut. Wie kann ich Ihnen nur danken? Wären Sie nicht gewesen, nicht auszudenken, was passiert wäre, meine Tochter und ich stehen für immer in Ihrer Schuld. Na ja, komm. Warum gehen wir drei denn nicht ein Weilchen in die Bar? Nach so viel Tapferkeit und Glück wird uns ein Drink wohl nicht schaden. Ey, ihr Subköppe! Und ich? Na gut, wir gucken uns mal ein bisschen auf dem Schiff um. Ich glaube kaum, dass der Kapitän erbaut ist, wenn ich sein Schiff zerlege. Erbaut.
gefreut wahrscheinlich. Gucken wir uns ein bisschen um hier. Was ist das hier? Die Ladung, können wir die mitnehmen? Ach, natürlich nicht. Können wir uns überhaupt bewegen auf dem Schiff? Oder haben wir nur hier das kleine Eckchen? Oh, sehr schön. Oh, was ist denn da? Dieser Hund wird entweder dem Kapitän oder aber dem Patterson gehören. Eines ist aber sicher, zu spaßen ist mit ihm sicherlich nicht. Okay. Kajüte. Ah, das ist die Kajüte dieser verschrobenen Lehrerin. Kenne ich noch gar nicht. Dies wird die Kabine unserer Tante Droll sein. Der ist ja gerade erst an Bord gekommen. Wer hat ja schon eine Kabine? Drollig ist er wirklich. Ich hätte nie gedacht, dass er in einer Kabine schlafen würde als eingefleischter Westmann. Ja, ich auch nicht. Okay, Kabine von Mr. Patterson. Können wir hier reingehen? Die Tür ist abgeschlossen. Natürlich. Gehen wir mal zur Lehrerin. Die Tür ist abgeschlossen. Was haben wir da? Kaputte Reling. Ein stabiles Geländer zum Schutz der Passagiere. Ja, dann nimm's doch mal in die Hand. Mit dem Geländer weiß ich nichts anzufangen. Zudem wird der Kapitän nicht gerade erbaut sein, wenn sein Schiff beschädigt wird. Ja, oh, hallo, der ist ja schon kaputt. Ist ja schon kaputt. Knuffi, Wuffi. Na, mein liebes Hundchen, lässt du mich vorbei? Omi scheint, er mag mich nicht wirklich sonderlich. Entschuldigung, hab ich verklickt? Braver Hund. Dass ich ihm nichts tue, scheint für ihn außer Frage zu stehen, aber bei ihm bin ich mir nicht so sicher. Gut, dann gehen wir in die Bar, weil wir haben uns ja eigentlich auch was Nettes, Leckeres zu trinken verdient. Ja. Och nee. Hallo. Geh mal zurück in die Bar. Was passiert, wenn ich näher komme? Okay. Ich glaube, ich komme dem Hund lieber nicht zu nahe. Gut. Ach Gott, wie geht... Also, das weiß ich jetzt auch schon nicht mehr wieder... Okay, das wäre nicht fein, wenn ich an die Wand klopfen würde und ich Leute beim Schlafen stören würde. Mit dem Geländer weiß ich nichts anzufangen. Ja, ich auch nicht. Ich weiß mit dir nichts anzufangen. Jung, geh zurück. Ach, ich muss hier runter, oder? Ja, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach man, wäre ich doch direkt in die Bar gegangen. Tja. Ist denn jemand... Ne, im Gebäude ist auch keiner. Im Gebäude, Quatsch, in der Kabine natürlich. Och Gott, wie komme ich denn jetzt wieder hier? Warte mal. Ich komme ja doch hier irgendwie lang. Braves Hundchen. An den Aufbauten kann man schon beinahe all die Abenteuer auf dem Arkansas ablesen. Das Schiff hat sicher schon viele erlebt. Die Treppe zum Hauptdeck ganz schön steil. Kann ich ihn nicht nutzen? Ah, okay, das war gar nicht kaputt. Och, ich bin ja so blöd. So. Dann gehen wir mal hier rein. In die Bar. Ah, schön. Ah, freue ich mich. Ja, ein kleines Intermezzo-Spiel, das dauert auch gar nicht so lange, ne? Oh, ich würde ja gerne wissen, worüber die drei sich jetzt unterhalten. Der Ingenieur sieht nicht so aus, als würde er am Hunger durchnagen, ne? Weißt du, was ich meine?
Well, well, well. Na gut, wir können uns wohl kaum neben sie setzen. Ich möchte nicht riskieren, dass uns einer von ihnen erkennt. Na, ja, warte erstmal ab. Es wird sich schon ein Weg finden, von den Herren zu erfahren. Oh, wer ist das denn? Hallöchen! Da kommt Old Firehand. Kommen Sie doch her, Mr. Firehand. Wir stellen Sie sich zu uns. Ja, sitzen wäre ja eigentlich auch ein bisschen netter, aber gut. Mr. Droll sagte mir, Sie wollen hinauf in die Berge. Die Silberminen dort oben wollen Sie untersuchen, Mr. Firehand. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier antworten. Ob das überhaupt eine, ja. Ja, ich will abschätzen, ob sich die Arbeit in den Minen noch lohnt. Ja, aber es ist dorthin noch ein langer Weg, ja. Meinen Sie denn, den Ertrag einer alten Mine richtig abschätzen zu können? Oh Gott, das glaube ich nicht. Ich habe schon... Achso, Entschuldigung, das habe ich gar nicht vorgelesen. Mist, also er hat schon viel über die Minen gelesen und so weiter. Nun, da trauen Sie sich aber viel zu. Sollten Sie einmal Hilfe brauchen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Als Ingenieur kenne ich mich mit alten Minen gut aus. Da komme ich sehr gerne drauf zurück. Und welchen Weg werden Sie einschlagen, wenn der Dampfer sein Ziel erreicht hat, Mr. Firehand? Der Weg über Land ist noch weit. Ich werde einige Stationen machen. Ich habe mir noch keine Gedanken über den Weg gemacht. Habe ich mir eh noch nicht gemacht, ne? Sowas könnte ich mir gar nicht leisten. Wenn ich keine Landkarte vor mir habe, komme ich sowieso nie ans Ziel. Haha. Na, aber ein so richtiger Westmann wie Sie wird sicherlich damit kein Problem haben. So. Jetzt wollen wir mal den Jungen hier ärgern. Das Tintenfass ist festgebunden. Da haben wohl schon andere das Tintenfass mitgehen lassen. Okay. Ich würde aber gerne was mitnehmen. Wo ist denn mein... Ach, da ist meine Tasse. Ah, okay. Schnapp dir die Tasse, mein Freund. So. Tasse. Da ist die Tasse. Mit dem Tintenfass benutzen. Gluck, 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 gluck. Ist auch jetzt Tinte drin? Eine Tasse voll Tinte, genau. Perfekt. So. Bitte alle mal nach rechts gucken. Dum di dum di dum. La 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 la. Hey, was glaubst du hier zu tun? Schau, dass du sofort aus der Bar verschwindest. Jawohl, Chef. Ich bin schon weg, Chef. Das ist ja schön. Also, Mr. Firehand, ich bin sehr enttäuscht über Ihr Verhalten. Ja, das ist eine schöne Sauerei. Das ganze Fenster ist versperrt. So ein Tölpel. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Hey! Hey, Mr. Firehand, kommen Sie mal eben her. Oh, wie es aussieht, wollte der Kerl uns wohl belauschen. Na, das ist ihm ja jetzt vergangen. Ich möchte zu gerne wissen, für wen er spionieren wollte. Das ist eigentlich nicht sehr schwer zu erraten. Der Kapitän hat mir zu Beginn der Fahrt von den Tramps, die sich wohl auf dem Schiff befinden, erzählt. Da hat bei unserem Fensterputzer wohl die Aussicht auf schnell verdientes Geld den Verstand getrübt. Ja, so ist das eben, Mr. Patterson. Vor den Ganoven ist man nirgends sicher, noch nicht einmal bei einem Glas Whisky. da haben Sie leider recht, Mr. Droll. Ich dachte, er ist Tante Droll. Mr. Firehand, Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie für den Rest der Fahrt mein Bowie-Messer aufbewahren könnten. Okay. Wieso? Was ist denn so besonders an diesem Bowie-Messer, dass ich darauf aufpassen soll?
Nun, nachdem wir nicht mehr belauscht werden, kann ich Ihnen es Ihnen ja beruhigt erklären. Im Griff des Messers habe ich 9000 Dollar versteckt. Mein Gott, das Spiel ist, also, wow. Das Spiel, wie gesagt, ist ja lizenziert von Karl May und das beruht ja schon auf wahren Tatsachen. Also nicht auf wahren Tatsachen, Entschuldigung, auf die Geschichte. Wahren Tatsachen. Damals war 9000 Dollar verdammt viel Geld. Verstehen Sie jetzt, warum ich es lieber Ihnen anvertraue, als darauf zu warten, dass es mir gestohlen wird? Es ehrt mich, dass Sie mir so sehr vertrauen, Mr. Patterson. Ich habe viel Gutes über Sie gehört und jetzt auch noch erlebt. Wie ist es, Mr. Feyerabend? Kann ich Ihnen das Messer geben? Aber ja, seien Sie unbesorgt, ich werde auf Ihr Messer gut aufpassen. Ich danke Ihnen, Mr. Feyerabend. Na gut, dann gehe ich ein bisschen spazieren. Ich hoffe, der Hund mag uns jetzt. Oh oh. Na, mein Freund, was hast du herausgefunden? Tut mir leid, Sir, aber der große Kerl hat mich durchschaut. Er hat mir die Tinte in den Eimer geschüttet. Ja, ja und? Worüber haben Sie vorher gesprochen? Hä? Ich habe doch gesagt, der Kerl hat mich erwischt, noch bevor ich irgendetwas gehört habe. Was? So leicht lässt du dich übertölpeln. Hast du denn sonst noch irgendwas gehört oder gesehen? Warten Sie. Ja doch, ich habe noch durch die Tür gesehen, wie der Ingenieur sein großes Bowie-Messer auf den Tisch liegen hatte. Schon komisch, normalerweise trägt er so ein Ding doch an den Gürtel. Das Messer muss ihm viel bedeuten, wenn er es nicht aus den Augen lässt. Ja, naja, wenigstens etwas, ne? Hast du noch sonst noch irgendetwas über das Messer erfahren? Ich habe noch gesehen, wie der Ingenieur dem großen Kerl sein Messer gegeben hat. Bestimmt soll er es darauf aufpassen oder sowas. Mein Gott, ey, der ist echt klug, der Typ. Na super. Aha, guck an, da sind die drei Kerle. Was haben wir denn überhaupt jetzt mit? Ach stimmt, haben wir mit, okay. So, dann gehen wir mal aufs Oberdeck. So, was haben wir denn hier? Ein leerer Metalleimer, den schnappen wir uns mal. So. Nun würde ich sagen, das war die erste Folge der Schatz im Silbersee. Als kleines Spezial auf meinem Kanal. Einfach mal so reingeschoben, weil ich Spaß dran hatte. Dann sage ich danke fürs Zugucken und hoffentlich seid ihr bei der zweiten Folge wieder dabei, wenn es heißt der Schatz im Silbersee. Ich bin Perudo. Danke fürs Zugucken. Danke für die Treue und bis bald. Tschüss.